Vanlife. Das bedeutete ursprünglich einfach eine Matratze ins Auto und los geht's. Im Vordergrund stand das Abenteuer. Das Fahrzeug, ein Mittel zum Zweck. Auch ich bin schon in einem kleinen Auto gereist und habe gemerkt, dass ein Wohnmobil doch einfach ein bisschen mehr Komfort hat. In der Regel gilt, desto größer das Wohnmobil, desto größer auch der Komfort, denn dann hat man meist auch einen fest verbauten Wassertank, eine Küche, ein Bad, vielleicht sogar mit Toilette und Dusche. Über die Jahre wurde Campen perfektioniert und kommerzialisiert. Die Szene hat sich verändert. Die Fahrzeuge bekommen Spitznamen und so manches Wohnmobil ist besser ausgestattet als eine normale Wohnung. Ich nehme mich da nicht aus. Auch ich habe Eichenparkett verlegt und behandle mein Wohnmobil mehr wie ein fahrendes Wohnzimmer als ein Auto. Diese ganzen Upgrades führen dazu, dass ich auch locker ein paar Tage autark stehen kann. Das heißt auch abseits von Zivilisation und Campingplatz. Klingt erstmal ganz gut. Oder geht bei der ganzen Unabhängigkeit vielleicht nicht auch ein bisschen die Essenz des Reisens verloren? Im heutigen Video möchte ich der aktuellen Camperkultur und dem Autowettrüsten ein bisschen auf den Zahn fühlen und auch mich selbst fragen, ob ich mir mit meiner Renovierung und den ganzen Optimierungen nicht ein bisschen ins eigene Fleisch schneide. Apropos Luxus, ich arbeite hier gerade in Hochdruck an meinem Badezimmer und sonderlich glamourös ist es hier bislang nicht. Ich habe in einer Nacht- und Nebelaktion alle Möbel rausgerissen. Das waren nur so Plastikkästen, die waren auch total unfunktional, da hat nichts reingepasst. Und habe dann auch gleich einen Wasserschaden entdeckt, den ich jetzt aber hier nicht behandeln kann, also von außen nicht. Ich kriege es von außen gerade nicht dicht, weil ich aus meiner Sikaflex-Pistole bei diesen Temperaturen einfach nichts mehr rausbekomme. Das heißt, das mache ich dann auf meiner Reise und werde jetzt erstmal einfach das weiß streichen, was geht. Und der Wasserschaden, den werde ich dann später verkleiden mit Finnpappe. Das sind jetzt die nächsten Schritte. Bei meiner Reise in meinem kleinen Audi habe ich gemerkt, dass ich automatisch viel mehr draußen war. Ich war immer an der frischen Luft und auch ständig mit Leuten im Gespräch und nur zum Schlafen im Auto. Mit meinem Wohnmobil sieht das anders aus. Hier drinnen kann ich es mir gemütlich machen, was durchaus schön ist, aber mich auch wie in einer kleinen Burg von meiner Umwelt abschirmt. Ich bin schon noch etwas schüchtern fremden Menschen gegenüber und umgehe gerne die soziale Interaktion, obwohl es mir an der einen oder anderen Stelle guttun würde. Und das macht einsam. Oft empfinde ich es als Schwäche, um Hilfe zu bitten. Deshalb finde ich es ja ganz gut, dass ich mit meinem Wohnmobil so autark bin und alleine gut klarkomme. Auf der anderen Seite durfte ich auf meinen Reisen nur positive Erfahrungen machen, wenn ich dann doch mal Hilfe gebraucht habe. Ich habe gerne die Kontrolle über Situationen, deshalb wappne ich auch mein Wohnmobil für jede Eventualität. Aber im Endeffekt geht es beim Reisen für mich ja genau darum, die Kontrolle abzugeben und sich auf das Ungewisse einzulassen. Und das steht für mich schon etwas im Widerspruch zu der Art, wie ich reise, nämlich ganz langweilig im voll ausgestatteten Auto. Ich habe letzten Winter hier dieses Teil gefunden am Straßenrand und das ist super hässlich. Also es ist auch ganz, ganz schlimm lackiert. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber es sieht echt nicht gut aus. Die Lichtsituation gerade tut dem Ganzen echt noch einen Gefallen. Aber ich wollte das halt einfach retten, damit es nicht weggeschmissen wird. Und habe jetzt endlich, glaube ich, in meinem Bad ja, die perfekte Verwendung, weil ich das eben super cool als Badschrank nutzen kann. Noch letztes Jahr habe ich die Leute belächelt, die monatelang ihr Auto ausbauen, um dann ein paar Wochen zu verreisen. Das stand für mich in keinem Verhältnis und ich dachte mir, dass ich ja total schlau bin, indem ich meine Zeit nur zum Reisen verwende und nicht zum am Auto werkeln. Und jetzt mache ich es selbst. Ich könnte schon auf Reisen sein, aber stattdessen optimiere ich immer noch mein Wohnmobil. Grund Nummer 1 ist, dass es mir wirklich einfach viel mehr Spaß macht als gedacht. Und Grund Nummer 2, dass man mit der einen oder anderen Optimierung auch einfach mehr von seiner Reise hat. Mit einem funktionierenden Stromsystem muss ich weniger Zeit damit verbringen, in der Stadt nach Steckdosen zu suchen, um meine Geräte zu laden. So wie auch ein funktionierendes Badezimmer etwas bequemer ist als die ständige Planung von Toilettengängen oder Duschen. So, wenn man das jetzt mal ausnimmt, diese hässlichen Stellen, sieht das ja ganz gut aus. Also halt weiß hauptsächlich. Und ja, ich muss jetzt ein bisschen klar Schiff machen hier. Hier das Wassersystem, das hatte ich alles schon mal neu gemacht. Ursprünglich kam das hier raus, das war aber undicht. Und ich habe auch das Warmwasser gekappt. Ich vertrete hier im Wohnmobil gerne die Devise, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Deswegen habe ich den Boiler rausgeschmissen, der war immer wieder undicht. Und so einfach eine Sollbruchstelle und was auf Reisen einfach total nervig ist, wenn man sich mit sowas abgeben muss. Und das ist halt einfach so, was man hat, kann kaputt gehen. Was man nicht hat, kann nicht kaputt gehen. Deswegen, genau, Warmwasser habe ich nicht mehr. Und
Das heißt, das Einzige, was hier an unseren Schlauch kommt, ist meine Dusche. Das war tatsächlich ein bisschen Denkarbeit, aber jetzt habe ich hier das Richtige zusammengebastelt. Ich habe einen Duschkopf. Ich dusche hier drin nicht, aber hier aus dem Fenster kann ich den Duschhahn hängen. Und dann kann ich quasi draußen duschen. Damit ich den Duschhahn gut aufbewahren kann, hat Jascha mir hier so einen Block gesägt, in den ich dann quasi das so einhängen kann. Ich will jetzt noch dieses Kissen hier anbringen. Das hing die ganze Zeit noch nicht, weil ich nicht wusste, wie ich es anbringen soll. Aber jetzt kam die Idee auf, die Schrauben einfach hinter dem Spiegel zu verstecken, der dann im Bad ist. Deswegen passt das jetzt ganz gut. Ich denke, die Definition von Luxus im Vanlife ist für jeden individuell und da hat natürlich jeder andere Bedürfnisse. Für mich ist warm Wasser etwas, auf das ich verzichten kann. Für den anderen ist vielleicht ein Spiegel unnötiger Ballast. So, das Wasser ist hier jetzt schon an der Wand befestigt. Der Duschkopf sitzt auch, so wie mein Spiegel. Und jetzt geht's hier an diese Wand. Ich habe jetzt hier solche Pappelfurnierplatten und die kommen jetzt an die Badrückwand mit dem Wasserschaden. Das ist jetzt nicht die feine englische Art, da einfach was drüber zu pappen, ohne den Kern behandelt zu haben. Aber das ist wirklich, weil ich den Wasserschaden mit Sikaflex gerade nicht behandeln kann aufgrund der kalten Temperaturen. Deswegen kommt das erstmal drüber. Ich werde aber das Ganze auf der Reise wahrscheinlich alles wieder abnehmen müssen. Habe ich auch noch nicht so Lust daran zu denken. Deswegen kommt jetzt erstmal das drauf. Aber was ich aber auf gar keinen Fall verzichten möchte beim Reisen, ist eine eigene Toilette. Das zählt für mich auch nicht zum Luxus, sondern sollte selbstverständlich sein, weil ja, ich habe auf meiner Reise einiges gesehen und es ist nicht cool. Ich baue hier gerade eine Trockentrenntoilette von Trobolo auf. Ich hatte ganz am Anfang eine Chemietoilette im Wohnmobil, da habe ich aber recht schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, weil das schwierig mit der Entsorgung ist und man braucht dafür Chemie und Wasser. Dann habe ich bei einem Gewinnspiel meine erste Trockentrenntoilette gewonnen. Die konnte ich mir dann aber halt nicht aussuchen und die war relativ klein. Und da ich aber ja den großen Platz habe, wollte ich gerne eine größere, bei der ich mich nicht jeden Tag um die Entleerung kümmern muss. Und das ist wirklich Luxus. Das hier ist die Toilette Terra Blüm. Das Tolle an Trockentrenntoiletten ist, dass man dafür kein Wasser braucht. Die Ausscheidung wird direkt getrennt und ist so leicht zu entsorgen. Vorne kommt das Urin rein, das kommt einfach ins Abwasser und hinten das Feste kommt in den Restmüll. Ich habe auch immer etwas Streu dabei, um die Gerüche etwas einzugrenzen. Die neue Toilette ist wirklich ein riesiges Upgrade für mich. Es fühlt sich jetzt viel mehr nach einem vollwertigen Badezimmer an. Falls du dich für die Toiletten von Trobolo interessierst, findest du auch einen Link in der Infobox. Ja, das ist jetzt hier mal ein Zwischenstand, der sich sehen lassen kann, wie ich finde. Jetzt erkennst du vielleicht auch ein bisschen, dass hier im Bad diese Holztöne so ein bisschen das grundlegende Designelement sind. Deswegen werde ich jetzt auch noch an meinem Schränkchen weiterarbeiten, was ja dann hier hinkommen soll. Und da werde ich auch diese Holzoptik wieder aufgreifen. Durch meine ganzen Individualisierungsmaßnahmen wächst mir mein Auto natürlich immer mehr ans Herz, weil so viel Zeit und Mühe darin steckt. Ich habe mich schon oft gefragt, ob es gut ist, so viel emotionalen Bezug zu einem Gegenstand zu entwickeln und sogar zeitweise aufgehört, es bei seinem Namen zu nennen, weil ich es dann doch irgendwie albern fand, sein Auto so zu personifizieren. Ich will nicht emotional abhängig sein von meinem Auto und doch lässt es sich nicht so ganz vermeiden, weil ich eben darauf angewiesen bin. Wenn mein Auto nicht geht, geht meine Reise auch nicht, zumindest nicht vorwärts. Man gewöhnt sich echt schnell an die Annehmlichkeiten des Reisens im Auto und vergisst dabei, dass es ja eigentlich auch ohne geht. Mein Schränkchen ist endlich fertig. Ich muss sagen, ich hätte das Projekt fast aufgegeben, weil die Vorlackierung einfach so unglaublich schlecht war. Das waren keine Pinselstriche, das waren einfach Mondkrater. Also die Oberfläche ist wirklich nicht so schön. Dadurch, dass das jetzt im Bad in einer relativ dunklen Ecke hängt, finde ich es jetzt nicht schlimm. Aber ist jetzt auf jeden Fall nicht perfekt geworden. Ja, es ist schon trotzdem echt süß geworden.
Tada! Es ist vollbracht. Ich muss sagen, ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen, dass der Schrank hier so hoch hängt. Weil das ja eigentlich schon eher ein Schrank ist, der mehr auf Augenhöhe hängt. Aber ja, so habe ich hier einfach ein bisschen mehr Platz. Hier so auf meiner Kopfhöhe. Und ich bin mega zufrieden. Es ist sehr minimalistisch für meine Verhältnisse, wirklich. Also sehr clean. Aber dadurch drückt es eben auch nicht zu sehr und es wirkt geräumiger, als es ist. Was natürlich noch fehlt, ist eine Türe. Ich habe ja sogar die Original-Badtüre schon lackiert gehabt, um sie hier wieder einzubauen. Aber ich habe mich jetzt tatsächlich dafür entschieden, das nicht zu machen. Weil die auch immer hier sehr weit in den Weg reingeschwungen ist. Ich habe nämlich Vorhänge genäht. Die werde ich auch gleich noch aufhängen. Das sind eigentlich die hier für den Alkoven. Das sind so Verdunklungsvorhänge. Und ich habe mir überlegt, dass ich hier einfach auch so einen Verdunklungsvorhang hinmache. Vanlife hat sich verändert, so wie die Welt eben auch. Es ist ja auch super, was für Technik die Menschheit mittlerweile an den Tag gebracht hat, um sich das Leben zu erleichtern. Die Vanlife-Hippies aus den 70ern hätten bestimmt auch nicht Nein gesagt zu einem Warmwasserboiler. Mit den komfortableren Fahrzeugen hat sich auch die Camping-Zielgruppe verändert. Vanlife ist nicht mehr nur für Hardcore-Outdoor-Fans, sondern genauso gut für alle, die auch auf Reisen ihren Thermomix und den Kaffeevollautomaten nicht missen möchten. Und das ist auch okay so. Jeder darf so reisen, wie er oder sie möchte. Am Ende des Tages tut es aber wahrscheinlich jedem gut, das Auto einfach mal Auto sein zu lassen, denn das wahre Abenteuer wartet auf der anderen Seite der Heckklappe.